Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight 2. Wir befinden uns immer noch hier auf Schloss Ritter und gucken mal, ob wir mit Gerda reden können, damit sie uns hilft als also hier Vermittler zwischen mir und dem Pfarrer. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Okay, dann doch wieder zurück ins Dorf. Zum Glück geht das eigentlich doch recht schnell. So, was haben wir? Wir haben den Habermas-Typen. Und den in der Kneipe. Ich habe aber auch nichts im Verlies übersehen, oder? Wir können ja nur das Feldbett angucken. Da geht es ja nur hin, legt die Hand auf und sagt, ja, der und der hat da drin geschlafen. Und das Dings, das Fenster können wir uns noch angucken. Und dann sehen wir ja. Dann sehen wir Dings. Und, die Kirche halt. Ich weiß nicht, ob diese Kratzer irgendwas zu bedeuten haben oder ob das einfach eine Struktur ist. Clownspuren. Ach so, ja, das sind Clownspuren, genau. Sieht für mich hier nach Holzstruktur aus. Aber naja, okay. Aber hier war ja wirklich nichts weiter, ne? Okay, dann gehen wir mal zum Habermas. Und danach zu dem Wirt. Ja, klopf mal. Oh, Kirchenchroniken. Ich hatte einen Gedanken da unten im Verlies. Ja? Sie sagten, dass Baron von Rallig die letzte Beichte erlaubt wurde. Ich vermute, der Beichtvater war der Pfarrer von St. Georg. Ich vermute es, ja. Könnte es da Aufzeichnungen dieser Beichte geben? Vielleicht erfahren wir mehr über den Baron. Gute Idee, junge Dame. Allerdings sind diese Aufzeichnungen auf Deutsch und Pater Getz spricht kein Englisch. Denken Sie, dass das Ihrem Schattenjäger helfen könnte? Weiß nicht. Könnte jedenfalls nicht schaden. Gut. Ich gebe Ihnen ein Schreiben. Sie geben es Pater Getz und er wird sehen, ob es Aufzeichnungen gibt. Wenn ja, dann kommen Sie wieder zurück zu mir und ich helfe Ihnen bei der Übersetzung. Okay? Das wäre großartig. Vielen, vielen Dank. Gern doch. Sie haben mich auch neugierig gemacht, wissen Sie? Okay, der hilft uns bei der Übersetzung. Ich war nämlich die ganze Zeit immer schon verwirrt, so, hä? Warum können wir mit ihm reden und nicht mit dem Pfarrer? Weil wir sprechen doch auch Deutsch mit denen. Aber anscheinend sprechen wir mit dem Typen Englisch, obwohl der gesagt hat, versuchen wir es lieber auf Hochdeutsch und so weiter und so fort. Aber das verwirrt dann halt, ne? Das ist der Nachteil an einem Deutsch-Patch. Man weiß nicht mehr, wer wie mit was mit uns redet. Aber hier ist es wenigstens realistisch gestaltet, nicht so wie in manch anderen Point-and-Click-Adventure, wo du durch die Welt reist und dich mit jedem verständigen kannst auf der Welt. So, dann gebe ich ihm das einfach mal. Da ist das Schreiben. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Das hier ist von Herrn Habermas. Einen Moment bitte. Das ist für Sie. Dankeschön. Oh, die haben Vertrauen im Dorf, ne? Da kommt einfach mal irgend so eine komische Frau, die einmal peinlich berührt weggegangen ist. So, da, die Kirchenbücher. Ich habe die Kirchenbücher. Exzellent, zeigen Sie her. Jetzt bin ich richtig neugierig. Was ist das? Das auf Englisch. Von einem Anwalt aus Buenos Aires. Adressiert an die St. Georgskirche 1764. Was steht drin? Eine Bitte um Informationen über den Tod eines Baron Klaus von Rallig. Adressiert für die Familie. Ich vermute, dass ihn jemand beantwortet hat. Sehr interessant. Was? Da ist ein Siegel auf dem Umschlag. Ein Wolf? Okay, die letzte Beichte.
von Ralik trug den schwarzen Wolf im Familienwappen, um damit ihr großes Können bei der Jagd zu symbolisieren. Klaus von Ralik sagte, dass er es mit dem Wappen wahrscheinlich zu genau genommen hat. Seine Freunde nannten ihn den schwarzen Wolf. Aber so steht in der Beichte, dass man mir wegen seines Stolzes und weil er seine Bauern und Frauen sehr schlecht behandelte, er war sehr gefürchtet. Der Baron beichtete, dass sein sündhaftes Leben den Fluch des Werwolfes über ihn brachte. Ah, hören sich das an. Eines Tages kamen Zigeuner aus Ungarn und lagerten in Alfing. Er begehrte eine ihrer schönen jungen Frauen. Er ließ sie mit Gewalt ins Schloss bringen und dort... Vergewaltigte er sie. Danach wollte er sie gehen lassen. Doch sie kam ihm zuvor und tötete sich. Am nächsten Tag verflucht ihn eine alte Zigeunerfrau. Sein Körper solle die Form annehmen, die sein Herz zeigte, in seinen üblen Taten und seinen Namen. Verstehe. Bald darauf begann der Fluch zu wirken. Klaus von Ralik veränderte sich. Nachts jagte er als Wolf, tötete und fraß Menschenfleisch. Er flehte um Vergebung Gottes für Frau und Sohn. Er würde seine Bestrafung ertragen, wenn nur damit seine Sünden bezahlt seien und seine Familie verschont würde. Das ist alles, was hier steht. Wow. Danke. Ich bringe das Pater Getz von Ihnen. Danke. Viel Glück, junge Dame. Ihnen und Ihren Schattenjäger. Das war ja mal wirklich interessant. Aber es klingt wirklich nach so einem Familienfluch. Und wenn Sohn und Frau fliehen konnten, dann heißt es ja, dass der Sohn vielleicht auch noch Nachfahren gezeugt hat und die vielleicht jetzt hier wieder auftauchen. Kann ja gut sein, ne? Können wir jetzt mal mit ihr reden? Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Ich habe ihr im Moment... Okay, du hast ihr im Moment nichts zu sagen. Ich hab's kapiert. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ich weiß nicht, was du machen sollst. Ich weiß es wirklich nicht. Holst du ja nichts raus. Was ist das eigentlich für eine Karte? Die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ach, die Universität. Bert Barkley weiß mehr über die Geschichte, als ich je erfahren werde. Besonders zu diesem Preis. Kann ich den vielleicht anrufen? Wäre ja möglich, ne? Die setzt sich immer so hin, als wollte sie anfangen zu schreiben. Wen sollte ich schon anrufen? Ja, den da. Den Typen. Oh, das macht sie wirklich. Hallo? Professor Barkley? Grace Nakimura, ich rufe aus Deutschland an. Deutschland? Ich dachte, Sie wären in New Orleans. War ich auch, aber egal. Es ist ziemlich wichtig, sonst würde ich ja nicht anrufen. Was wissen Sie über König Ludwig II. Von Bayern? Nun, das ist eine tolle Frage, wenn man in der Nacht geweckt wird. Das ist spätes 19. Jahrhundert, glaube ich. Ja. Nun, das ist eigentlich nicht mein Gebiet. Ich glaube, er war verrückt oder so. Wahrscheinlich sowas. Ich wünschte, ich wüsste es. Kennen Sie jemanden, der sich in deutscher Geschichte auskennt? Ja, ich habe einen Freund an der Universität Berlin. Ich rufe ihn an. Wie ist Ihre Nummer da drüben? 4989555-7878. Gut, ich rufe Sie zurück, wenn ich mich am Morgen noch an dieses Gespräch erinnere. Gut. Nochmals Entschuldigung. Bis morgen. Gute Nacht.
Was heißt denn nochmals Entschuldigung? Sie hat sich noch nicht einmal entschuldigt. So, jetzt haben wir den angerufen. Und das schon mal einen Auftrag gegeben. Und nun? Was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich habe hier alles, was ich jetzt gerade machen kann. Außer... Ich habe ihr im Moment... Außer die Tatsache, dass ich nicht mit ihr reden darf. Das habe ich ja auch nicht. Schraubendreher. Brieftasche. Die können wir uns eigentlich auch mal angucken, ne? Gracie, es hat sich etwas ereignet. Ich arbeite an einem neuen Fall. Zu schade, dass du nicht hier bist, um mir zu helfen. Aber Gerde kann alle Nachforschungen anstellen, die ich brauche. Sobald ich kann, werde ich anrufen oder schreiben. In der Zwischenzeit mach weiter und kümmere dich ein bisschen um den Laden, wenn du willst. Du weißt, Blumen und sowas, aber übertreib es nicht. Irgendwie mag ich die Bude so, wie sie ist. Ich weiß, dass ich einige Entscheidungen treffen muss, aber dies und das neue Buch müssen noch warten. Ich habe das Gefühl, dass das hier sehr wichtig ist. Grüß Oma herzlich von mir. Gabriel. Okay, ja, das haben wir ja so in etwa schon erlebt, erfahren und so. Aha. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll, ne? Der Typ ist nichts mehr. Hier unten ist ja auch nichts. Ich wüsste jedenfalls nicht, was. Die Post hat ja bestimmt auch nicht offen. Es ist niemand hier. Es ist niemand da. Oh, ich kann mit ihm reden. Herr Huber? Ja? Wissen Sie etwas über König Ludwig II? Natürlich, ein jeder hier kennt Ludwig. Er war der letzte wahre König, der Bayern regierte. Warum denken Sie, hänge ich sein Bild hier auf? Oder den Artikel an der Wand? Wissen Sie, was das ist? Er ist ein Artikel aus einer Münchner Zeitung vom Tag, nachdem der König gestorben ist. Mein Urgroßvater hat ihn aufgehoben und es wurde zum Erbstück für jeden ersten Sohn. Das denken die Bayern von ihrem Ludwig. Ah, okay. Wie war Ludwig so? Warum wird er so verehrt? Oh, er war ein Genie. Er hat einen großen Geist. Er baute Schlösser, das tat er. Und so war es bis zu dem Tag, an dem sie ihn umbrachten. Wer tötete ihn? Sie, die Politiker, behaupteten, er war wahnsinnig. Sie haben sogar einen Arzt dazu überredet, die Papiere zu unterschreiben. Und was geschah dann? Was glauben Sie? Einfach umgebracht. Sie sagten, es wäre Selbstmord gewesen, aber ich glaube das nicht. Es war Mord. Danke. Bitte. Ja gut, im Endeffekt wäre er nicht der erste König, der ermordet worden ist, ne? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Sieht allerdings alt aus. Ah, na super. Und zudem? Das ist also König Ludwig II. Von Bayern. Okay. Ich dachte teilweise, es wäre eine Frau mit hochgesteckten Haaren. So, mit ihm kann ich bestimmt nicht drüber reden, oder? Ich wüsste nicht, was ich... Okay, nein. Kann ich mit... da kann ich bestimmt auch nicht mit jemandem reden. Es hat keinen Sinn. Ich möchte sie nicht... Nein. Also jetzt weiß ich noch weniger als vorher, was ich hier hätte machen können. Ich habe ihr im Moment nicht... Ja. Und nun? Ich weiß es nicht. Kann ich einen Brief schreiben? Ich bin noch nicht ganz bereit für den großen Helden. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Das ist doch jetzt schon mal ganz gut. Ich habe echt absolut keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe doch alles durch.
Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich bezweifle es eigentlich. Vielleicht ist hier auch Christian Ritters Tagebuch. Wer ist denn Christian Ritter? Der Name sagt mir was, Christian. Christian Ritter, geboren am 10. Januar 1820, zum Schattenjäger geweiht. Gestorben am 4. März 1864. Der 4. März, das ist das Datum auf dem Brief. Ach so, deswegen kam mir der Name so bekannt vor. Das ist nämlich der Typ, der diesen Brief an Ludwig II. Geschrieben hat. Ach so. Der ist genau dann gestorben, als er dem... Deswegen ist der Brief nicht abgeschickt worden, ne? 3. Januar 1864. Ich bin nun in Preußen. Die Bestie, die mich hierher führte, hat mich bislang zum Narren gehalten. Sie ist tückisch und geschickt. Anders als erwartet, hat sie sehr viel Selbstbeherrschung. Sie weiß beinahe noch vor mir, wo und wann ich ihr auflauern will. Sie rümpft die Nase über meine Köder. Weitere drei sind verschwunden und ich tappe immer noch im Dunkeln. Ich weiß weder mehr über die Bestie selbst noch über ihren Zufluchtsort. Ich kann nicht einmal beweisen, dass sie es war. Keiner der Leichname wurde je gefunden. 3. März 1864. Endlich bin ich weitergekommen. Der Schlüssel lag die ganze Zeit vor mir. Er nennt sich selbst überheblich der schwarze Wolf, für jedermann zu vernehmen, doch für keinen wirklich zu sehen. Es ist schlimmer, als ich je erwartet hätte. Er ist nicht nur eine Bestie, er ist ein Monster. Seine Klauen sind bereits um die besten Kehlen in Europa gelegt. Ich kehre noch heute Nacht nach Rittersberg zurück. Ich muss jene warnen, die in Gefahr sind und brauche Helfer. Ich stecke bis über den Kopf in der Sache. Ach, mehr wird nicht gesagt, okay. Okay. Gut, irgendwas wollte ich doch sagen. Ach so, genau. Der ist doch irgendwie 1800 noch was geboren, ne? Das mit diesen mit dem ersten schwarzen Wolf war ja 1750. Wäre also gut möglich, dass das Nachfahre von dem ist und dass sich das weitergezogen hat, nur sind die jetzt halt nicht auffällig geworden. Das sind wohl Biografien. Ist da vielleicht etwas über... Ja, Ludwig. Ja, aber alles in... Dings. Bei den Büchern über das Okkulte steht sonst nichts über Werwölfe. Sonst noch was? Ich bin mir nicht sicher, welche anderen Fälle passend sein könnten. Okay. Kann ich jetzt irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mit der Schreibmaschine abschließen, aber ich weiß es nicht. Ach, tatsächlich. Also gut, Knight. Ich habe deine Recherche. So noch wunderschön verpacken. Ach ja, die Bücher werden auch mal mit eingepackt. Ist ja dezent wenig. Dass das Buch nochmal so gezeigt worden ist, ist auch seltsam, oder? So, jetzt muss das nur noch zur Post. Ach, Adresse sollte vielleicht auch noch... Adresse. Ich wollte gerade sagen, Adresse muss doch nur noch drauf. Ist schön, wie es hin und wieder mal so ganz andere Tonspuren vom Klang her haben, ne? Es wirkt immer so ein bisschen wie, oh Gott, das wurde vergessen, von der eigentlichen Sprecherin einzusprechen. Das muss doch irgendwie, oh komm, die Stimme ist ja ähnlich. Ich habe ihr im Moment... Die Stimme ist ja ähnlich, nehmen wir die einfach dafür. So, das heißt, wieder zurück zum Dorf. Irgendwie die Adresse rausfinden, wo der Sepp wohnt. Ich habe Herrn Huber... Aber steht nicht eigentlich auf dem Brief da irgendwie was drauf? Nee, ich kann's leider nicht verbinden. Schade aber auch. Es ist niemand hier. Niemand ist da. Ich wüsste nicht, was ich... Och, wie soll ich denn jetzt die Adresse rauskriegen? Jetzt ernsthaft? Ich weiß es nicht. Hä?
Oh Gott, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, okay? Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.